Och, Menno. Muss das Spiel mich so verarschen? Was soll denn das? Warum gibt es hier denn Sackgassen? Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge und Aufnahmesession von The Spectrum Retreat. The Spectrum Retreat, ja, genau. Wir sind immer noch, hier an der U-Bahn-Haltestelle. So, ich habe keine Ahnung, was die Dinger hier bedeuten. Hier sind wir. Und scheinbar, keine Ahnung, den kann man verschieben und den muss man nach oben schieben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Please make your way to the nearest exit. Make room for emergency services. I repeat, make your way to the nearest exit and let emergency services. And now some breaking news. Ich muss das mal leise machen. Sorry. Irgendwie war das Spiel gerade sehr laut. So, gut. Hier kommen wir rauf. This was it. I remember. This is the night that Matthews died. Okay. Aber er zeigt immer noch an, dass wir hier sind. What did you do, Alex? Was? What did you do? Ich hab gar nichts getan. Oh. I'm calling on behalf of my partner. Mhm. Okay. Yes, Alex is ready. We've read all the documentation. Of course. No, you can't. Please. Where? Alex is in so much pain. Okay, das Spiel ist jetzt sehr leise. Ich bin gleich wieder da nach dem Schnitt. So. Ich habe jetzt die Lautstärke vom Spiel wieder auf Maximum gedreht, weil irgendwie, keine Ahnung, ist das Spiel extrem leise. Ich weiß nicht, woran das liegt. Eventuell liegt das daran, dass ich hier die Mischpulteinstellung noch nicht angepasst habe. Aber ansonsten hören wir ja nichts. So, wir haben jetzt Rot bekommen. Wie hier. Also hier kriegt man Rot. Ich weiß nicht, was die anderen zu bedeuten haben. Aber wir können mal gucken, ob es irgendwo einen roten Teleporter gab. Kajung. Nö, blau. Kajung. Gar nichts. Und was gibt's da? Grün. Okay, gut. Aber so, wo mal zurück? Zurück. Zurück. Irgendwo muss es doch einen roten Teleporter geben, oder? Da. Da gibt's einen roten Teleporter. Haha. Wusste ich's doch. Tundra. Window to a new world. Was gab's hier? Survival. Okay. Ah. Hier hätte ich mit weiß durchkommen können. Hier komme ich mit grün durch. Wollen die mich verarschen? Okay, ich muss also tatsächlich weiß tauschen. Was zum F ist das? Hier komme ich durch, hier kann ich Rot holen. Und das Ganze wieder zu einem A. Okay. Huch. Okay. Soll ich hier sein? Ja, hier geht's scheinbar runter. Hier bräuchte ich blau. Blau ist da drüben. Okay, zack. Hier gibt's grün. Dann komme ich hier durch. Wo komme ich hier hin? Komme ich hier wieder zurück? Okay. Versteh das, wer will. Jetzt bin ich weiß. Hä?
Okay, da komme ich aber nur mit grün durch. Und blau ist hier, aber blau kann ich nicht mitnehmen. Da komme ich nicht rüber? Hä? Hier ist auch kein Teleporter. Wie soll denn das bitte funktionieren? Ich kann auch blau nicht mitnehmen. Aber ich brauche blau, um hier durchzukommen. Hä? Ich verstehe gerade gar nichts. Voll Bahnhof. Das Problem ist, es gibt hier wahrscheinlich keine Quicksaves. Dementsprechend habe ich ein kleines Problem. Hier war grün. Und ja, ich konnte mich hier dran ziehen, aber... Meep. Wie hat sich der Entwickler das... Ach, ich muss mich in den Tod stürzen. Boah, vor allen Dingen, dass man das alles wieder von vorn anfangen muss. Menno, ist das nervig. Ja, ich weiß. Bla bla, gehen Sie zum nächsten Ausgang. Labalabalabalabala. Ja. I can still hear you. I can hear everything. Keep going. You're nearly there. I'm calling on behalf of. Mhm. This was it. I remember. This is the night that Matthews died. Mhm. What did you do, Alex? What did you do? Gar nichts. Du denkst, ich habe was getan, aber wer sagt denn, dass ich wirklich was getan habe? Das ist immer so dieses Getue, so, also, ich weiß ja, du bist der Böse. Haha, hab dich ertappt. Aber in Wirklichkeit bin ich vielleicht gar nicht der Böse. Da kann man die Welt umdrehen. Hier gibt's... Okay. Hier hinter war ich. Hier gibt's diese drei Stockwerke. Hier ist der Weiße, wo wir durchkommen. Und die Welt verdrehen können. Aber das... Ah. Ha. Okay, da drüben komme ich gar nicht hin. Huch, kann ich hier rüber? Nö. Yeah, hier ist so ein Boden, da will ich nicht links laufen. Rot. Nee, ich kann nur hier links. So. Zack. Die Frage ist... Ha. Ja, komm rüber. Oh, bin ich zu fett? Ja, bin ich. Da unten ist zum Beispiel ein roter. Ja, das ist der hier. Hier komme ich gar nicht rüber. Hier oben kann ich mich hin teleportieren. Und theoretisch... dieses Ding wieder auf die richtige Richtung drehen. Okay. Vielleicht habe ich es gedreht und darf... Und darf es gar nicht drehen. Oh nein. Ich hätte es vielleicht drehen müssen. Oder umgekehrt, ich hätte es wieder zurückdrehen müssen. Aber ich komme jetzt hier hin. Was ist hier? Hier geht es einmal durch Rot durch. Ah, okay. Hier muss man also verschiedene Farben anordnen. Das ist wahrscheinlich der Weg zum Finale. Ja, da brauchen wir noch einen roten. Das heißt, Moment. Rot, weiß, rot. Nein, Moment, der muss... so. Okay, das Problem ist, hier wieder zurückzukommen. Ohne da jetzt zu sterben. Ich komme hier nur mit dem Roten zurück.
Aber ich kann mir theoretisch hier, wenn ich ein... Okay. Also wenn ich mir hier einen roten hole, dann komme ich hier quasi raus. Und kann hier die umfärben. So. Rot. Überleg gerade, wenn ich den wieder zurückdrehe, dann ist das doof. So. Huch. So. Hier musste ich den rot färben. Hier noch einen zweiten roten schnappen. Und den da rot färben. Und dann einmal den schnappen. Und dann komme ich darüber. So. Das heißt, dann komme ich hier durch. Zack. Hier durch. Zack. Hier durch. Zack. Hier durch. Zack. Und hier durch. Ah, blau. Dann kann ich den hier blau färben. Dann habe ich schon mal einen blauen. So. Okay, dann haben wir hier schon mal einen blauen geklaut. Mit blau kommen wir ja dadurch. Zack. So, mal gucken. Ah, hier geht's nur mit grün weiter. Aha. Safen wir uns den blauen mal da. Hier kommt man mit blau rauf. Da oben ist, glaube ich, noch ein blauer oder was. Also wir können das Ding da auf die Seite drehen. Da komme ich mit rot hin. Schnappen wir es einmal rot und drehen das mal auf die Seite. Oh, komm. Oh, sei doch nicht so fett. Mensch. Okay. Hier können wir das auch wieder zurückdrehen. Auf jeden Fall kriegen wir hier den blauen. Der blaue führt uns hier rauf. Und dann kriegen wir hier einen grünen. Mit dem Grün kommen wir da oben durch. Komm rüber da. Ah, ich dachte schon, da fällt man rein. Da fällt man rein. Okay, warum auch immer ich da rüber komme. Ich dachte gerade schon, die Welt hat sich gedreht, aber nein. Ah, verdammt. Da komme ich wieder nur mit Rot zurück. Okay. Also blau schnappen. Da drauf drücken. Hä? Hä? Da ist rot überall. Blau schnappen? Mit blau kommen wir da rüber. Na. Theoretisch können wir uns hier grün holen, aber grün bringt mir nichts, weil ich da nicht längs komme. Ach, hier ist ja ein Pad. Ich bin ja auch blind. Können wir uns grün schnappen und kommen ja hier durch, aber das bringt uns nichts, weil... Wir können hier zwar grün einspeichern, aber wir kommen nicht zurück. Vielleicht hätte ich grün auch schnappen sollen und einfach zurückgehen. Ich weiß es nicht. Aber hier kommen wir nicht zurück. Hier kommen wir gar nicht zurück. Das war quasi ein Fehler. Och, Menno. Muss das Spiel mich so verarschen? Was soll denn das? Warum gibt es hier denn Sackgassen? Was soll denn das? Wie dem auch sei.
diese Sackgasse werden wir in der nächsten Folge weiter erforschen. Das heißt, dieser finale Level, ich mochte diese Einzellevels lieber. Weil man musste nicht immer alles von vorne starten. Auf jeden Fall werde ich zur Not hier ein paar Schnitte ansetzen, falls ich das Ganze jetzt nochmal wiederholen muss. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Das heißt, gefällt euch das, gebt ihr einen Daumen nach oben. Wenn ihr was zu sagen habt, schreibt es in die Kommentare. Wer irgendwas anderes mitteilen möchte, nee, Moment, wer wissen will, wann Videos kommen, abonnieren. Wer abonniert hat, 15.30 Uhr übrigens, der drückt die Glocke, damit YouTube dich auch über Videos informiert, wenn die überhaupt kommen. Weil YouTube ist doof. Ich sag tschüss. Tschüss.